Radio Raufass. Das historische Datum. Erste öffentliche Bedürfnisanstalt. Am 2. Februar 1852 errichtete die Londoner Stadtverwaltung in der Fleet Street die erste öffentliche Bedürfnisanstalt der Welt. Das stille Örtchen für die Öffentlichkeit war zunächst nur Männern vorbehalten. 9 Tage später wurde aber auch ein solches für Frauen eröffnet. USA brechen Beziehungen zu Deutschland ab. Am 3. Februar 1917 brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab. Anlass der vom Kaiser Wilhelm II. Erklärte uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Oropax, Erfinder Maximilian Negwer geboren. Wer sich vor Lärm schützen will, dem bleiben 2 Möglichkeiten. Ihm entfliehen oder ihn dämpfen. Zum Beispiel mit Oropax. Ihr Erfinder Maximilian Negwer wurde am 4. Februar 1872 geboren. Premiere des Donauwalzers. Der Walzer an der schönen blauen Donau erklang erstmals am 18. Februar 1867 vor öffentlichem Publikum. Johann Strauss schob den Auftrag zur Komposition eines Konzertwalzers lange vor sich her. Dann aber holte er zum ganz großen Wurf aus. Nylon patentiert. Am 16. Februar 1937 meldete der US-amerikanische Chemiegigant DuPont einen in seinen Laboratorien entwickelten neuen Kunststoff zum Patent an. Schon einige Wochen später sollte der neue Stoff Nylon seinen Siegeszug um die Welt antreten. Das erste aus dieser neuen Kunstphase hergestellte Produkt waren Zahnbürsten mit Nylonborsten. Flutkatastrophe an der Nordsee. Jahrhunderthochwasser in Norddeutschland. Eine schwere Sturmflut am 17. Februar 1962 ließ Dutzende Deiche brechen. Viele Küstenbewohner wurden im Schlaf überrascht. Mehr als 300 Menschen kamen ums Leben. Physiker Heinrich Hertz geboren. Am 22. Februar 1857 wurde in Hamburg Heinrich Hertz geboren. Als Physiker erzeugte und maß Hertz zum ersten Mal elektromagnetische Schwingungen. Die Frequenz der Schwingungen wird seit 1894, dem Todesjahr des Forschers, nach ihm benannt. Preußen aufgelöst. Die 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs verfügten am 25. Februar 1947 per Gesetz des Alliierten Kontrollrats die Auflösung des Staates Preußen. Einer der Gründe, Preußen sei stets Träger von Militarismus und Reaktion in Deutschland gewesen. Das war das Kalenderblatt für den Monat Februar mit Valentin Öffele von Radio Raufass.